Moin Moin und hallo, hier ist der Kabaschon. Ich begrüße euch wieder auf dem MMOzone.de Minecraft Server und wir starten heute mal nicht am Spawnpunkt, sondern beim guten Julpass, der mittlerweile ganze Arbeit geleistet hat, kann man sagen. Er ist ja hier immer noch sein Fundament am Buddeln und das Ganze sieht ein bisschen aus langsam wie so eine umgedrehte Pyramide ohne Boden, ne? Auf jeden Fall recht beachtlich, was er hier gemacht hat. Und eins wird er auf jeden Fall jede Menge haben, nämlich Stein. Aber auch Rohstoffe wird er wahrscheinlich in Hülle und Fülle haben, wenn wir allein sehen, was hier noch drin ist an Eisen und Kohle. Und da ist er gerade auch online gekommen. Guck mal, da steht er gerade doof rum. Hallo Julpass, hallo, hallo. Jetzt wundert er sich, dass ich hier bin. Er weiß natürlich nicht, dass ich aufnehme. Und wir springen jetzt mal zu einem neuen Warp-Punkt. Wir können übrigens mit Slash Warp uns aufzeigen lassen, welche Warp-Punkte es gibt. Da springen wir jetzt nämlich mal zur Kirche. Slash Warp Kirche. Dort baut nämlich momentan der gute Heonsan. Eine Kirche kann man es momentan noch nicht wirklich nennen. Es ähnelt einer Burg, oder momentan zumindest. Was es wirklich wird, das sehen wir mal. Vielleicht baut er hier ja auch noch eine Kirche rein, man weiß nicht. Auf jeden Fall hat er ordentlich Besuch von unfreundlichen Nachbarn da vorne. Hier hat er jetzt mal angefangen, ein kleines Gebäude zu bauen, ganz schnucklig. Hat er verschiedene Baumstammarten verwendet und Steinziegel. Ja, ist ganz nett. Viel kann man noch nicht erkennen, die Grundrisse oder die Grundmauern stehen im Prinzip. Und dann hat er hier noch einen kleinen Leuchtturm hingesetzt, welchen ich gar nicht mal schlecht finde, muss ich sagen. Mit einem schönen Redstone-System hier oben drin, dass die Lichter abwechselnd an- und ausgehen. Das Ding ist schon ganz gut geworden, auch wenn es am Anfang aussah wie eine Rakete. So, aber jetzt gehen wir doch nochmal zum Spawnpunkt. Denn ich habe ja vor einiger Zeit den U-Bahn-Bahnhof schon mal gebaut. Und dieser ist mittlerweile erweitert worden. Habe ich gerade eben auch jemandem noch ein bisschen was hier geholfen. So, das ist nämlich der öffentliche U-Bahn-Bahnhof, den haben wir ja schon mal gesehen, da war noch ein bisschen kleiner von Margo Maki, also vom guten Raffi. Mittlerweile, einen Moment, Entschuldigung, haben wir hier eine Zugverbindung zum guten Orisikui, die habe ich ihm eben hier lang gebaut, weil, mein Gott, was ist denn hier los? Weil das ja eine gesicherte oder ein gesichertes Gebiet hier ja ist. Ansonsten haben wir hier eine Zugverbindung zur Arena, eine Verbindung von der Arena, also eine Rückverbindung und öffentliche U-Bahn. Wo die genau hinführt, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. So, wir packen unsere Minenlore und fahren mal eine Runde zur Arena. Wieso stehen denn hier zwei Minenloren? Merkwürdig. Sind das zwei? Sieht aus wie zwei, ne? Naja, viel zu sehen gibt es hier gerade sowieso noch nicht. Das Ganze muss natürlich auch noch schöner ausgebaut werden, dass hier, ja, entweder nur Stein an der Wand ist oder Steinziegel. Die ganzen Rohstoffe müssen noch rausgerobbt werden. Wer sich dazu bereit erklären will, kann sich ja gerne mal melden. So, jetzt fahren wir unter dem Haus vom Mob-Tanker her. Und der gute Dersa ist gerade runtergefallen. Jetzt können wir hier nämlich auch eine schöne Rundfahrt durch den Dschungel machen. Das hat der gute Raffi sehr gut angelegt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Dass man auch während der Fahrt nicht nur unterirdisch ist, sondern auch ein bisschen Überblick bekommt vom Server. Ja, kann man so sagen. Von den gebauten Gebäuden. So, hier geht's abwärts in eine Schlucht. Hier können wir nochmal kurz ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, der Turm vom guten Kulti gewesen. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals gezeigt. Aber natürlich geht die Strecke oftmals auch durch Stein hindurch, durch die Berge hindurch. Und die Überdachung hat übrigens die gute Zorni gebastelt. Und jetzt fahren wir nämlich an ihrem großen Drachenkopf vorbei, welcher mittlerweile noch ein paar Augen bekommen hat, die normalerweise auch an- und ausgehen sollten. Aber nach einem Serverneustart hängt das Ganze manchmal ein bisschen. So, jetzt wird es ein bisschen grüner hier. Ist auch schön, dass man nicht immer nur Stein angucken muss. Hat der Raffi schon echt gut gemacht, ne? Kann man nichts gegen sagen. Und die Arena, kann ich euch versprechen, ist noch nicht ganz fertig. Aber dort oben wird dann die Action abgehen. Ob es eine öffentliche Arena dauerhaft wird, müssen wir mal schauen. Aber geplant sind auf jeden Fall diverse
ja, kurzfristige Events, kann man auch sagen, aber auch angekündigte möglicherweise. Es handelt sich um eine Arena, bei der man das Eis bzw. den Schnee wegschlagen muss. Man bekämpft sich also nicht direkt selber, sondern versucht seinem Gegner im Prinzip den Boden unter den Füßen wegzuschlagen. Und ja, wer nicht aufpasst, der landet in der Lava. So, jetzt sind wir da. Das ist die Arena. Hier fliegen wir ein kurzes Stück raus. Ist gar nicht mal so klein. Ist größer, wie sie wirklich aussieht. Oh, da oben. Wer ist das denn? Das ist doch ein Dorfbewohner, oder? Ist das ein Zombie? Ach nee, das war mal ein Dorfbewohner. Das ist jetzt ein Zombie. Okay. Wie der da hinkommt, weiß ich nicht. Soll uns jetzt aber auch mal nicht weiter interessieren. So, VIP-Bereich hat der gute Raffi hier oben angelegt. Nur geladene Gäste dürfen hierhin, wieder auf Stand. Hier hat man ein bisschen, gut, das sieht mit dem Texture-Pack jetzt ein bisschen blöd aus mit den Bildern. Hier hat man einen kleinen Stehbereich, da bekommt man ein paar Drinks serviert. Und hier unten kann man dann auf die Arena gucken, in die wir jetzt auch mal kurz reingehen. So, das ist die Arena. Achso, ich zeige am besten auch mal den Weg, wie man reinkommt. Nämlich hier. Eintritt nur Kandidaten, nach Eintreten kein Zurück. Das heißt, wenn ihr hier durch seid, kommt ihr nicht mehr zurück. Denn das ganze Gebiet ist natürlich auch gesichert. Ihr könnt hier das Zeug nicht kaputt schlagen. So. Aber dieses Feld könnt ihr kaputt schlagen. Das Prinzip ist folgendes. Wenn jetzt ein anderer Spieler hier steht, versucht ihr einfach, ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen. Und er fällt dann, wenn ihr Glück habt, hier unten rein. Und ihr habt gewonnen. Der Spieler sollte dann sterben. Ich tue das natürlich nicht. Und was ist das denn? So, wir wollen die Arena jetzt aber nicht kaputt machen, sondern wir machen die natürlich mal wieder zu. Und, ja, fliegen nochmal ein bisschen. Gehen nochmal zum Spawnpunkt. Wir gehen jetzt nämlich nochmal zur guten Zorni. Die hat nämlich, ja, wirklich was Überragendes gebaut, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Dass man das ja so klasse hinbekommt im Survival-Modus. Die saß auch wirklich tagelang da dran, war wirklich sehr, sehr viel online, hat sehr viele Ressourcen dafür beschafft. Nicht nur alleine, ich glaube, sie hat auch Unterstützung bekommen. Hier haben wir übrigens auch ein paar neue Gebäude, können wir ja zeigen. War das hier? Hier war das, genau. Hier haben wir ein lustiges Glasgebilde vom Bamster, der irgendwie ein bisschen hier mit Erde immer rumbaut. Wäre schön, wenn das Ganze auch noch wieder grün wird. Also immer schön mit dem Gras unten verbinden, dass es grün wird. Weil dann sieht es wirklich gut aus. Der baut sich hier irgendwie so ein bisschen was über die Bäume. Und wie gesagt, wenn es grün ist oder wäre, wäre es noch schöner. Hier hat er auch noch was gebaut, glaube ich. Sieht schon schick aus, ne? Sieht schon schick aus. Kann man nichts gegen sagen. Gefällt mir. So, aber wir wollten zur guten Zorni reisen, denn, wie gesagt, die hat dort ein ordentliches Gebilde hingebaut. Es ist eine Kirche. Auch wenn ich sie gefragt habe, hat sie nichts mit dem kirchlichen Glauben eigentlich zu tun, aber das sei ja mal egal. Bauen kann man es ja trotzdem. So, das Ding hat sie nämlich da hinten hingebaut. Das ist ihr Haus, das kennen wir ja bereits. Und das ist die eben angesprochene Kirche mit ja, tausenden von Steinziegeln und auch Pflastersteinen. Kann man in meinem Texture-Pack ein bisschen schlecht unterscheiden, aber man sieht es zum Beispiel hier sehr gut. Das sind Pflastersteine, das sind die Steinziegel. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ne? Sieht schon sehr atemberaubend aus von außen. Ne? Also ich habe es wirklich gefeiert beim ersten Mal. So. Wie es sich für eine ordentliche Kirche gehört, haben wir hier vorne natürlich ein bisschen Weihwasser stehen. Auch wenn ich die Dinger eigentlich meide in meinem privaten Leben. Und ja, was soll man dazu sagen? Ein überragend großer Kronleuchter, Sitzbänke. Hier vorne bekommt man dann diese Bibeln. Bilder an der Seite und natürlich die große Kanzel. Wo dann vorgelesen wird und gepredigt wird. Hier hinten noch ein Brunnen. Vielleicht ist es auch das Taufbecken, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und da hat sie wirklich sehr lange dran gesessen und verdient meinen größten Respekt für solche Bauten, die wirklich den Server ungemein bereichern und
Es macht einfach Spaß, solche Gebäude immer mal wieder zu besuchen. Einfach, weil sie so gut aussehen. So, wir können jetzt nochmal hinter die Kirche fliegen und uns das Ganze angucken von außen. Denn auch dort hat sie sich alle Mühe gegeben, dass es von außen gut aussieht. Obwohl niemand ja eigentlich großartig von hier hinten hier hinläuft. Aber es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Da kann man echt nichts gegen sagen. So, jetzt porten wir uns nochmal zum Spawnpunkt. Denn der gute Orisekui hat auch nochmal was weitergebaut. Eben ja schon angesprochen, haben wir ja seine U-Bahn oder ich habe seine U-Bahn angeschlossen. Und wir fliegen jetzt zu seiner Pyramide nochmal. Die Pyramide an sich ist nicht größer geworden, aber das Drumherum, der fängt da richtig an, so ein bisschen ägyptisch was zu bauen, was ich sehr cool finde. Auch hier der Turm ist wirklich einer meiner Favoriten hier. Würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das Ganze irgendwie ein richtiges Adventure wird. Wäre richtig cool. So, aber jetzt erstmal zu seiner Pyramide. Da sehen wir schon, der Obelisk steht jetzt auch. Und dann hat er hier angefangen, einen großen Turm zu bauen, der wirklich sehr gut in die Landschaft hineinpasst. Sieht cool aus. Bin ich mal gespannt, was es wird. Ist bisher noch leer innen drin. Aber so wie es aussieht, wird er auch noch größer, meiner Meinung nach. Also so flach abgeschlossen kann ich es mir nicht vorstellen. Wird bestimmt noch größer. Und ja, seine Pyramide halt, die kennen wir. Mittlerweile ist ja übrigens auch die Wüstenstadt eröffnet. Da gehen wir jetzt auch mal hin. So, dort hat sich nämlich auch einiges getan. Ich habe nämlich den Haupteingang nochmal ein bisschen vergrößert bzw. verschönert mit zwei großen Türmen. Mir wurde ja gesagt, dass das Ganze noch imposanter aussehen muss. Und ich finde, das geht, ne? Kann man so lassen. So, dann haben wir hier unsere Eisentür. Und wir sehen schon, die ersten Gebäude stehen mittlerweile. Hier haben wir das Gebäude vom guten Beemster. Hier haben wir das Gebäude von Orisekui. Guck mal, der hat hier auch schon gebaut. Der bastelt aber auch überall, der Junge. Hier haben wir ein Gebäude vom guten Heon-san. Ja, sieht ein bisschen schäbig aus, ne? Musst du nochmal was machen. Ansonsten haben wir hier das Haus vom guten Kulti. Ist wirklich sehr groß geworden, hat den Platz komplett ausgenutzt. Sieht aber auch wirklich sehr gut aus. Dann haben wir das Haus von der kleinen Kisley, so rum. Sieht klein aus, aber ist sehr schön schnucklig, da gehen wir auch mal rein. Ach guck mal, hat auch noch einen Keller. Mit Terrasse hier draußen. Ja, ist sehr schön geworden, kann man nicht anders sagen. Mit sehr vielen Blumentöpfen hier gearbeitet, sehr viel Dekoration, sehr grün. Keine Fenster übrigens, also keine verglasten Fenster. Ist auch mal eine Idee, einfach nur mit Blumentöpfen da vorstellen. Ist hier in der Wüste ja auch immer warm und mit Fenster ist es sehr stickig. Hier im Keller wird noch fleißig gebaut, wie es aussieht. Hier ist nämlich noch nichts drin. Bin ich mal gespannt, was da noch reinkommt. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder raus. Hier haben wir ein Haus von der guten Zorni. Auch etwas ungewöhnlicher, denn man kann direkt nach unten hineingucken. Man sieht hier einen Swimmingpool, der unten im Keller ist. Und in dem Erdgeschoss, was ja nicht ganz im Erdgeschoss ist, weil es so ein bisschen unterteilt ist. Ja, haben wir das Übliche. Eine Küche, eine kleine Sitzecke, Dekoration, eine Bastelbox, Kisten. Und hier geht es dann in den Keller. Hier kann man dann eine Runde schwimmen. Hier haben wir einmal das, ja, Nichtschwimmerbecken. Und hier geht es dann runter zu den harten Kerlen, die hier unten schwimmen. Nein. So, und natürlich geht es auch noch hoch. Hier haben wir auch nochmal eine kleine Sitzecke. Oh, guck mal, ein Skelettschädel. Wo hat sie den denn her? Da hat sie aber Glück gehabt. Und der Schlafbereich, der sieht noch ein bisschen karg aus. Da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Aber alles sehr, sehr großzügig verglast, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich meinem Schwimmbad so viel Fenster unten gegönnt hätte. Ansonsten habe ich hier auch noch ein kleines Haus hingesetzt, damit es noch ein bisschen voller wird. Und ich auch eine kleine Residenz habe mit kleinem Turm noch dabei. Hier habe ich noch einen Seitenausgang gebaut, der aus der Stadt hinausführt. Und ansonsten, weiß ich nicht, habe ich euch schon mal die Stadtrundfahrt gezeigt. Hier könnt ihr euch nämlich eine Lore besorgen. Da muss ich auch immer gucken, ob die noch aufgefüllt sind. Sieht aber noch ganz gut aus. Da besorgt ihr euch also eine Lore, setzt die hier drauf und fahrt eine Runde durch die Stadt.
beziehungsweise um die Stadt herum. Und könnt einmal, ja, die Gebäude der Stadt betrachten. Gedacht ist das Ganze so, wenn alle Gebiete hier mal, ja, bebaut sind, der Shop noch eingerichtet ist und auch außerhalb der Stadt noch ein bisschen mehr hinkommt und hier wirklich das blühende Leben ist, sag ich mal, und man auch gemeinsam hier im Prinzip einen Treffpunkt hat, dann kann man hier einfach mal rumfahren und sich das Ganze ein bisschen angucken. Ja, ist ganz nett. Hier ist übrigens das Rathaus mittlerweile auch eingerichtet. Dort soll auch noch der Shop reinkommen. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht anbaue. Und hier natürlich unsere zwei großen Türme. Die Drachentürme habe ich sie genannt. So, und das war's schon wieder. Kurze Stadtrundfahrt ist es, mehr nicht. Aber kann man sich mal antun. Und als letztes zeige ich euch heute das. Nö, was ist denn das, Kabasch? Das ist ein Wald, den ich gepflanzt habe. Bestehend aus fast ausschließlich nur großen Bäumen. Das bedeutet, wenn ihr hier unten seid, kann man richtig gut noch durchgucken, sage ich mal. Die Blätter ragen nicht auf dem Boden, sondern sind schön hoch. Und in diesen Wald soll auf jeden Fall noch was reinkommen. Vielleicht so eine kleine Holzfällersiedlung an den Rand. Würde ich sehr schön finden. Und ich finde, der Wald hat auf jeden Fall Potenzial. Ich mag ja die großen Bäume. Und wer da noch Ideen hat oder gerne mitmachen möchte bei dem kleinen Holzfällerdorf, der kann sich ja gerne bei mir melden. Und wir können da mal ein Gebiet ausweisen für, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mitspielen wollt, schaut auf mmozone.de auf der Minecraft-Server-Übersichtsseite. Es sollte auch verlinkt sein in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Kabasch.